Danke für 10.000 Abonnenten, aber ich will mich jetzt gar nicht in Danksagungen verlieren, sondern gleich mit dem lustigen Teil vom Video starten. Denn wenn man auf meinen Kanal geht, kann man zum Beispiel ein Abo dalassen oder weitere Videos von mir angucken. Aber wenn man auf Videos geht und dann auf Älteste, kommen logischerweise meine ältesten Videos, aber das sind noch lange nicht die einzigen, denn viele meiner alten Videos fand ich so schlecht, so cringe, so peinlich, dass ich einige davon runtergenommen habe und heute werden wir auf einige davon reagieren. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein mit dem ältesten Video. Hey Leute, was geht ab? Schön, dass ihr hierher gefunden habt. Alter, ist das alt. Das ist schon echt krass. 3 Jahre her. Ich habe damals in mein Headset-Mikrofon reingesprochen. Also ungefähr, wartet mal. Hier, in das da. Da habe ich vorher reingesprochen. So klingt's auch. Auf diesem Kanal werde ich hauptsächlich Fortnite Arena Gameplay hoch. Doch, langweiliger geht's wirklich nicht. Und diese Stimme dazu auch so, ja, noch langweiliger geht's wirklich nicht. Und als erstes Video dachte ich, mache ich so eine kleine Fortnite-Montage. Als erstes Video kommt so eine kleine Fortnite-Montage. Und wenn jetzt erwartet, die wird krass. Nein, wird sie nicht. Let's go. Okay, die Mucke ist Banger, aber gönnt euch meine Freebills, Digga, was ist das denn? Oh mein Gott, Digga, ich flex hier so mit Double Edits, das ist schon krass. Oh, ich bring so zurück und mach so richtig, wow. Hä, jetzt glaube ich, kann ich heute nicht mal mehr. Oh, Full Box. Oh, was? Das ist sogar gar nicht mehr so bad, also ist halt so mein Skill-Level von heute, to be honest. Ich habe mich nicht so viel verbessert. Ein Abo, gutes Stichwort. Auch cooles Outro an der Stelle. Aber kommen wir jetzt zu den gelöschten Videos, die ihr gar nicht mehr so ohne mich jetzt anschauen könntet. Das hier, was ihr hier gerade seht, ist by the way die Rückseite vom Kanal. Also das, was ihr nicht seht, das, was ich sehe. Wenn ich jetzt hier auf Inhalte gehe, dann auf Videos, bin ich schon, und dann auf Datum, dann seht ihr ganz schnell klar das alte Video. Aber auch einige Videos, die hier auf Privat sind. Wir gehen rein und gönnen uns den Cringe. 9 Likes, auch schön selber geliked, ganz wichtig. Was geht ab? Heute haben wir den... Diese Voice. Oh, Leute, was geht ab? Ja, noch langweiliger geht's nicht, das ist krass. Man kann leider nicht den Charakter auswählen, den man haben möchte, also man muss halt... Ja, schon sehr langweilig gemacht, so ich bin in der Lobby und laber einfach nur, das ist schon sehr, sehr krass. Komm, ey. Digga, das hat mir damals gemacht, aber mein Kollege Markus, Grüße gehen raus, Digga. Heute immer noch Best Bros. Aber damals hat er Kunde zusammen gemacht, krass. Die Map, aber auch, Digga, Nostalgie pur. Gönnt euch diese Map, ey Junge, wie geil das damals war. Chapter 2, ich vermisse es so hart, ne? Das war eine geile Zeit, to be honest. Plus ein Puruk. Plus ein Puruk, Digga. So unangenehm, oh mein Gott, Digga, das ist... Ey, zum Glück keine Facecam damals. Ich will gar nicht wissen, wie ich damals ausgesehen habe. Ja, wegrennt Pinknichts, Frau. Oh, wegrennt Pinknichts, Bro. Dieses Kommentar. Von damals ist schon sehr, sehr crazy. Ja, egal. Wieder, Digga. Aber legend, in diesem ganzen Video passiert einfach gar nichts. Das Video ist halt tot langweilig, ne? So, Digga, es geht hier durch. Es ist einfach. Es passiert halt nichts so, Digga. Okay, außer, dass ich halt hier irgendwie so ein paar Kills mache. Ansonsten gefühlt ja. Oha. Wenn er piekt. Hier ist spannend. Oh. 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 Nice. Oh, hier ist Endgame. Jetzt kommt Endgame, pass auf. Also, komm, du hast gerade unsere Musik damals verwendet, so wie heute auch noch. Es ist gleich geblieben. Ich habe auch so eine Endgame-Musik heute noch. Oh, man made this knock. Also bin ich mal gespannt, ich gehe da hoch. Alter, dieser FPS, der ist schon krank. Auch damals im Endgame nur 60 bis 90 FPS gehabt auf dem alten PC noch. Bin ich mal gespannt. Oh, ich geh auf ihn rauf. Ich spitzhack, Digga, ich spitzhack ihn tot, Digga. Nein, ich bin gestorben. Ich habe irgendwie so, keine Ahnung, 1000 AP weggespitzt, sagt, oh Mann. Das Ende ist ganz lustig, wenn man den Humor nimmt, aber das war's. Aber krass ist, ich hatte schon nach relativ wenigen Videos ein relativ erfolgreiches Video mit 2400 Aufrufen. Ist schon nicht schlecht für das, keine Ahnung, 8. Video oder so. Hey Leute, was geht ab? Willkommen zu diesem... Hey Leute, was geht ab? Immer dieses langweilige Intro, das ist schon langweilig hier. Ah, dieser Zoom am Anfang. Hey Leute, was geht ab? Willkommen. Banger. Die Vielseitigkeit der Edits, also wie viele verschiedene Edits es hier gibt, wie übersichtlich die Map gestalten. Man muss schon sagen, zu den Videos von gerade eben, der Schnitt wurde so ein bisschen besser, to be honest. Also so ein bisschen mehr Edits rein, ein bisschen mehr Schnitte rein, wurde schon besser. Boah, auch da haben wir so mit Einblendungen gearbeitet. Hey, schon geil, das sieht zwar ja todes aus, Digga, weil hier Edit Map 1000 Euro oder Arganger, Digga, soll das überhaupt sein, so. Okay, hier sind noch einige Videos, heute auf Privat, aber die schauen wir jetzt gar nicht an, die sind, glaube ich, genauso scheiße wie alle anderen auch. Erst wird's interessant, wenn ich hier so mein erstes Unterhaltungsvideo anschauen werde. Da hab ich immer ganz gern diese 1v1-Fills, die ist da immer... Ja, wieso, ne? Ah, ist im ersten... Boah, ich sag so ganz gern diese 1v1-Fills. Ja, das ist schon crazy. Bild, aber ich hätte damals das erste Mal im Leben Französischunterricht, so in der 10. Klasse oder so. Da habe ich gerade frisch Französisch gelernt. Ich kann heute gar nichts mehr und damals konnte ich auch nichts, also hat sich eigentlich nicht viel verändert. Oh ja, let's go. Oh, holy. Oh, oh. Oh, Double Ram nach oben. Und oh, die Hintergrundmucke scheppert auch. Oh, Double Edit. Genau mein Skill von heute. Oh, wieder hochgerammt. Ich bin damals eigentlich genauso wie heute. Oh, Box. Box ihn. Nein. No. Nein, geh raus. Nein. Er ist Fullbox, komm, rauf.
Oh, daneben geschossen, schade. Bau zu, mach auf. Jawohl. Oh. Just funny. Box. Oh, let's go. Box. Was laber ich da? Box. Ja, krass. Jetzt checken wir mal so die ersten erfolgreichen Videos von mir ab. Also im Sinne von mehr als 100 Aufrufe. Auch wieder viele Dislikes kassiert, aber magst du nix. Wir checken mal die Folge ab. Also so langsam laufen meine Arena-Skills richtig fett. Was hab ich da gelacht? Kacke, Digga. Es geht schon so los und es ist ja... Oh. Bisschen solo gegrindet. Na, ich habe immer noch nicht so viele Punkte. Bisschen solo gegrindet? Digga, das ist einfach... Es ist weird. Es ist tot weird, sich das anzuschauen. Oha, Endgame hier. Moving Zone. Noch drei am Leben. Kann der Tag? Oh mein Gott, Digga, das ist mein altes Profilbild. Wer von euch erinnert sich an mein altes Profilbild? Schreibt es in die Kommentare. Das sind, glaube ich, echt wenige. Auf allen Videos würde ich noch gerne reagieren. Das findet man, wenn man auf Videos geht und dann auf beliebteste. Und da sind logischerweise meine beliebtesten Videos mit den meisten Aufrufen, macht auch Sinn. Da findet man zum Beispiel eben dieses hier, wie Burrell den World Cup gewonnen hat. Das haben sehr, sehr viele von euch gesehen. Das ist auch eines meiner erfolgreichsten Videos überhaupt. Aber es gibt auch noch dieses Edit Map Video, so ein Tutorial von vor 2 Jahren. Aber ich will euch jetzt für mich ein wirklich besonderes Video zeigen. Nämlich mein erstes so richtig erfolgreiches Unterhaltungsvideo. Das ist dieses hier. 5 Jahre Entwicklung auf Controller von 2017 bis 2023. Bro, oh, Werbung, Digga, nervig. Nicht. Wurde am 26. September 2017 veröffentlicht. Die Voice war schon ein bisschen besser, to be honest, aber jetzt nicht so clean wie heute. Das höre ich damals, glaube ich, kein so teures Mikrofon. Zu dieser Zeit hatte Fortnite den krankesten Hype überhaupt. Das Editing ist schon mal echt nicht schlecht. Also klar, heute ist nochmal ein anderes Level so, actually, aber damals schon so Schnitt war cool. Davor habe ich ehrlich gesagt noch nie etwas von Fortnite. Auch ohne Facecam. Damals hatte ich noch so meinen Main-Skin Stratos, den ich heute gar nicht mehr spiele. Das war so mein Main-Character auf dem Kanal. Der hat mich so immer vor Greenscreens ausgestellt in Fortnite, dann halt so ins Video reingedingst, ihr wisst schon. Auf so einem richtig ranzigen HP-Laptop. Das ist krass. Das ist sogar der echte. Das ist sogar wirklich der echte. Ich habe dann noch Originalfoto dafür verwendet. Das ist wirklich der Laptop, auf dem ich angefangen habe zu zocken. Das ist wirklich genau der Laptop, 1:1. Trotzdem war das so ziemlich die coolste Zeit in Fortnite, weil man einfach nur Spaß mit seinen Freunden hatte. Außer man hat keine. Ja. Das ist schon billig, aber es ist auch cool. Es ist schon, ich fühle das Video. Aber wir schauen es nicht ganz zu Ende, denn das Video ist an der Stelle vorbei. Ich fand es mega lustig und mega cool zu sehen, so was ich früher für eine Scheiße gemacht habe. Wenn ihr das 5 Jahre Entwicklung auf Controller-Video sehen wollt, dann klickt hier links oder rechts. Keine Ahnung, egal. Klickt einfach irgendwo drauf. Supportet nämlich kostenlos mit Creator-Code XFelix auf dem Item-Shop. Würde mich sehr freuen. Sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ich habe eine ganz wichtige Sache vergessen, nämlich mich zu bedanken. Nicht nur bei euch, die immer meine Videos schauen und supporten, sondern auch bei ein paar einzelnen Personen, die echt wichtig für mich sind. Danke an Ace, Electroy, Lenny, Mikachu und Phantom für euren Support und dass ihr mich immer unterstützt und halt nett zu mir seid, wenn ich mal schlecht drauf bin, weil irgendein Video nicht so gut ankommt oder whatever. Einfach die besten Kollegen. Und damit, ciao.